Marc Kirchner hier, Erik Lesser beim Aufsammeln des Stocks. Kurz auch ein paar Probleme, ein paar Sekunden verloren. Ja, die Trefferbilder wurden jetzt hier beobachtet von den Trainern hier am Schießstand, herausgefunkt. Und dann gibt es zur Korrektur gleich noch die Informationen draußen an der Strecke, werden wir möglicherweise einfangen können an die Athleten, dass sie da zum zweiten Schießen, zum zweiten Liegenschießen eben möglicherweise etwas die Visierlinie an den beiden Stellschrauben am Diopter verändern können. Furkat vorn, jetzt übernehmen die beiden Russen die Spitze. Schipulin und Garanichev. Garanichev ganz vorn, dahinter Schipulin, der 81. war im Sprint, in der Verfolgung nicht teilnahm, also ähnlich desaströs sein Sprintrennen wie das von Arndt Peiffer, der war 75. Peiffer nach dem ersten Schießen 33 Sekunden zurück. Florian Graf. Gemeinsam mit Arndt Peiffer 30 Sekunden zurück. Also die Deutschen jetzt in zwei Gruppen geteilt. Vorne Birnbacher, Lesser und Schemp. Und etwas weiter hinten, da kommen sie mit der 23 Florian Graf. Und drei Positionen dahinter Arndt Peiffer mit der 22. Dazwischen Karl-Johan Bergmann, der Schwede. Svensson hat einen Fehler geschossen, der hat 27 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Das war der Stand nach dem ersten Schießen, Ustjugov vor Birnbacher. Aber diese erste Gruppe, diese ersten 12, 13, die sind ganz dicht beisammen. Und es schiebt sich sogar schon noch ein wenig mehr zusammen, dorthin mit der 28, Michael Schlesinger. Der 16. hängt auch noch dran an dieser Spitzengruppe. Peiffer 24 Sekunden zurück, in etwa die Zeit einer Strafrunde. Und dort dann Berger, Julian Eberhardt und ganz hinten das Andrei Makoveev, der Russe, das der Schluss des Feldes. Eberhards Bruder Tobias hat heute den IBU Cup gewonnen. Das ist die zweite Liga im Biathlon gewissermaßen in Vietnam. Und viele Zuschriften erreichen uns. Was machen eigentlich Christoph Stefan, Alexander Wolf und Michael Rösch? Michael Rösch hat die Nationalität gewechselt. Er wartet auf seinen belgischen Pass, trainiert zu Hause in Waldidyll. Der wird möglicherweise für Belgien im Weltcup auftauchen, im Januar in Oberhof oder in Ruhpolding, je nachdem, wann sein Pass kommt. Michael Rösch, Christoph Stefan läuft im IBU Cup und versucht dort mit Ergebnissen zu überzeugen, ist im Moment dort allerdings nicht der stärkste Deutsche, muss also weiter kämpfen. Alexander Wolf hat es noch härter getroffen, der läuft zurzeit im Alpen Cup, das ist dann, wenn man so möchte, die dritte Liga, wird im Deutschlandpokal laufen. Und müsste dann von dort den Weg über den IBU Cup zurück in den Weltcup finden. Ein weiter, ein harter Weg. Ja, und von unten vom Schießstand die Information. Es war tatsächlich ein Zufall in der ersten Runde. Simon Eder ist der Stock gebrochen. Landertinger ist der Teller unten am Stock verloren gegangen. Also dass dort gleich zwei österreichische Athleten Stockdefekte hatten, sieht man auch nicht allzu oft. Ja.
Sie kommen zum zweiten Schießen und jetzt gehen sie nicht mehr auf die Bahn, die ihrer Startnummer entspricht, sondern es wird aufgefüllt von 1 bis 30. Anton Schipulin, also der Mann, der 81. war vor 3 Tagen, der ist jetzt zumindest für den Moment ganz vorn. 3 Russen auf den ersten 4 Bahnen. Lesser 2 Treffer, Schemp. Lesser 5 Treffer wieder. Simon Schemp ebenfalls. Jetzt schauen wir mal an die Birnbacher. Der geht hier als erster raus und auch der hat 0 geschossen. Der übernimmt nicht die Führung, sondern geht als erster der kleinen Verfolgergruppe raus. Also 3 Deutsche unter den ersten 7 nach dem zweiten Schießen. Simon Schemp, der hatte hier in Pokljuka überhaupt noch keinen einzigen Fehler geschossen. Als einziger Athlet überhaupt blieb er sowohl im Sprint als auch im Verfolger gestern fehlerfrei. Der kennt die Strafrunde bis jetzt nur vom Hörensagen. Das ist Remo Krug. Früher ja auch Co-Trainer beim DSV seit dieser Saison. Unter anderem sein Trainer, der Trainer der österreichischen Mannschaft. Dominik Landertinger, 2. nach dem 2. Schießen. Fritz Pinter, 6. Da sehen wir es. Ustjugov vorn vor Landertinger. Birnbacher, Lesser, Fack, Pinter, Schemp. Das die besten 7. Dann Tim Berg, Jean-Philippe Legelec und Alexi Böff, der krankheitsbedingt gestern den Verfolger ausgelassen hatte. Jetzt auf der 10, das ist Jewgeni Ustjugov. 3. im Gesamtweltcup. Noch ohne Podestplatz in dieser Saison. Stabiler Schütze. Die Russen gestern insgesamt sehr stark im Verfolger. 4 Russen gehörten zu den besten 10, was die Laufzeiten anging. Und das ist Dominik Landertinger, der Massenstart-Weltmeister von 2009. Jetzt zieht wieder so ein wenig Nebel in den Schießstand. Ich sagte es vorhin schon mal ganz kurz beim Anschießen. Da war es durchaus neblig. Da sind die Trainer mit ihren Ferngläsern sogar direkt nach vorne neben die Schießmatten gegangen, um die Trefferbilder anzeigen zu können, um sie überhaupt erkennen zu können. Da wurde darüber diskutiert, ob man vielleicht sogar im Korntunnel die Ringkörner auswechselt, Nebelkörner nimmt. Die sind etwas größer, kommt ein wenig mehr Licht durch den Korntunnel, dann war das aber wieder wie weggeblasen. Und nun, Sie haben es gerade gesehen, hängt hier diese dicke Wolke. Und jetzt sind Sie nochmal hier in diesem Flachlaufbereich hinter dem Stadion. Birnbacher und Lesser dort ganz vorn mit dabei. Stjugov im blauen Laufanzug. Die Führung jetzt erstmal abgegeben. Und dort Jakob Fack mit der 5. Erster Slowene, der hier jemals ein Heimrennen gewinnen konnte. Und dann kam der Ruhetag und sein Trainer sagt, das war das Problem. Lesser jetzt vorn. Dieser Ruhetag, da hat er zu viel drüber nachgedacht, dass er jetzt im Verfolger alles richtig machen muss. Gestern, da waren dann die Sponsoren hier, die Verbandsspitze. Da hat er sich so einen Kopf gemacht, da ging dann gar nichts. 6 Fehler, Platz 22. Darüber konnte er zumindest nicht so lange nachdenken. Jetzt muss er gleich nachlegen. Kurzer Blick auf die Deutschen nach dem 2. Schießen. Arndt Peiffer, 20. mit 1 Fehler. Florian Graf, 23. mit 2 Fehlern insgesamt. Peiffer aber war beim 2. Schießen ohne Fehler geblieben. Ja, Marc Kirchner, haben Sie vielleicht im Interview in den Zwischentönen so ein bisschen mitgekriegt, ist ein wenig verärgert darüber, dass wir in einem Vorbericht die Kritik von Simon Schemp aufgenommen haben an der Vorbereitung, an der möglicherweise harten Vorbereitung in Munio. Simon Schemp sagt, er fühlt sich einfach läuferisch nicht so gut, schießt so gut und trotzdem reicht es nicht für ganz vorne. Aber ich denke auch, diese Kritik eines Athleten, die ist gerechtfertigt und dass wir sie in unserer Berichterstattung aufnehmen, erst recht. 2 Deutsche jetzt vorn, Lesser, Birnbacher. Ich denke, das ist die Form der Antwort, die man wählen sollte. 7. jetzt, Schemp. 3,7 Sekunden nur dahinter. Also, da ist noch gar nichts entschieden. Jetzt zur Rennhalbzeit. Super, genau. Jetzt kontrolliert einarbeiten. Sauber. Super, Simon. Jawohl. Sauber. Hoppa, hopp.
Florian Graf, 19. 33 Sekunden Rückstand. Sein Freund Johannes Kühn war ja hier zu seinem Weltcup-Debüt gekommen. Wegen des Karriereendes von Michael Greiß. War dann gleich mal 17. im Sprint. 19, viele war knapp links, aber jetzt kommt der Stirnanschlag. Und dann Johannes Kühn gestern in der Verfolgung 26. Einen Platz mehr hätte der gebraucht, dann wäre er heute hier über diese Regelung der besten 5 der Woche reingerutscht in den Massenstart. Aber auch so war Johannes Kühn mehr als zufrieden mit den Plätzen 17 und 26 bei seinem ersten Weltcup-Auftakt. Er ist übrigens noch hier, steht irgendwo an der Strecke, um seine Mannschaftskollegen zu unterstützen. Und jetzt sehen Sie es auch da im Wald. Der Nebel ist gekommen. Ein Element, das uns noch fehlte, was das Wetterspektrum anging in dieser Woche, nachdem wir schon Sonne hatten. Schnee, Nebel, jetzt also auch. Gestern ja verregnet, wie gesagt. Svensson hat sich rangekämpft. Nur noch 10 Sekunden hinter der Spitze. 19,9 Sekunden war sein Rückstand nach dem Schießen. Einen Fehler beim ersten und keinen beim zweiten Schießen hatte Svensson sich bis jetzt erlaubt. Genau in diesen Abfahrten, in diesen Kurven, da gilt es ein wenig aufzupassen. Da matscht es sich so ein wenig zusammen, der Schnee. Da bremst dann unvorhergesehen plötzlich der Ski. Da muss man aufpassen.